sind die Familie Joachim Fischer aus Eppinger-Rohrbach. Wir bewirtschaften mit unseren Kindern einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb mit Milchviehhaltung, Ackerbau und Direktvermarktung. Wir haben eine Verkaufshütte, in der verkaufen wir unsere Kartoffeln und Eier. Dann im September Zuckermais und im Herbst dann die Kürbisse. Wir bauen die Kartoffeln selber an. Wir haben 2 Hektar, die werden im März, Ende März gesät oder gesteckt und werden dann geerntet nach Bedarf für unsere Verkaufshütte, so zwischen Mai und September, Anfang Oktober. Wir haben einen eigenen Kartoffelvollernter, ein Einreiher, älteres Modell, aber der tut noch seiner Sache. Wir haben 11 verschiedene Kartoffelsorte, vorwiegend festkochende und mehlig kochende Kartoffeln. Unsere spezielle Sorte sind die Bamberger Hörnchen. Das ist eine ganz alte Sorte und die wird nicht mehr so häufig angebaut, da es sehr aufwendig ist, weil man die von Hand ernten muss.